Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge mit Exodus. Mensch, muss ich schon wieder Last Light sagen. Im letzten Part haben wir ja den... Bären gesehen. Vom Wald. Und das Lager hier attackiert. Sind nicht alle gleich. Ruckzuck! So ein Vermesser, so noch. Gut. Jetzt umbringst, Heuner? Ihr Eindringlinge seid alle gleich. Alle bringt ihr Unschuldige um. Mörder. Er hat sich auch schon verdrückt. Gut, mal schauen. Ja, solange du kein Feigling warst, ist ja alles gut. Na los, schieß doch! Das ist doch wohl das, was ihr Leute immer macht. Lügen und die Hilflosen angreifen. Ah ja. Dir sollte aber klar sein, dass ihr beide erledigt seid. Wir wissen, dass dein Kumpel zur Kirche gegangen ist. Wir haben ihn lediglich ignoriert. Also bring mich jetzt um, du Feigling! Mehr habe ich dir nicht zu sagen. Immer so voreilige Schlüsse ziehen müssen. Das ist schon so, passt auch so, passt. Nur ein bisschen Heilung. Jetzt haben wir Heilung so nicht so einfach bekommen. Wenn ich gerade eine Werkbank in der Nähe habe. Hat den hier oben nicht auch noch einen erledigt? Na, scheinbar nicht. Ich muss hier weiter. Nehmen wir das Dorf hier nicht genau an, sag ich mal so. Wohl, ein bisschen umschauen, schadet ja nicht. Dass die alle mitten im Weg stehen müssen. Schnell weg von hier! Das ist vorbei. Lass mich vorbei. Eigentlich sollten die ja wissen, dass nicht alle gleich sind. Nicht jeder auf Krieg aus ist. Aber egal. Wir müssen
immer noch Aljosche suchen. Und zurück zur Aurora am besten. Bin ich hier auch noch eine Leiche? Egal. Und ist die despawned oder irgend sowas. Oh ne, ich befürchte, dass wir wieder Richtung Berg gehen. Ich glaube nicht, dass wir den nochmal friedlich entkommen können. Wie gesagt, beim letzten Mal hatten wir nur Glück. Wo sehe ich hin? Ich muss hier durch, glaube ich. Okay. Ich glaube, wir sind in einer Leichengrube. Irgendwie so. Das sind die richtigen Banditen. Wie viele Finger sind ihnen denn noch geblieben? Der Schreiner ist hier, Leute! Ich habe ihn gerade gehört! Ah ja, was auch immer du gehört hast. Seid ihr. Ja, ich meine, ich finde es nett, wenn ihr einfach zu mir kommt. Okay, es sind schon wieder sehr viele. Mit denen
können wir sicher nicht so einfach behandeln. Zum Glück habe ich ein bisschen Heilung gemacht. Es war nicht viel, aber ein bisschen. Definitiv abgeschlachtet und es weitergeht. Und das war schon bei der ganzen Heilung. Wieso kann man auch nicht mehr als 5 mitnehmen? Glück, dass die Gegner schon eine Wallhack haben. War nicht gerade noch einer? Ah, dachte ich mir doch. Du hast gewonnen, Mann! Okay. Ja, noch wollen wir gleich mal brauchen. Wo das Ding gerade auseinandergebaut habe. Lebt ja doch scheinbar noch. Bitte, helft mir! Oh, irgendwer! Also, du bist keiner von ihnen. Ich verstehe. Oh, gibt sicher kaum Punkte. Meister seht, dann sagt ihm, dass wir überleben werden. So wie er es uns beigebracht hat. Hätten sich halt nicht von den Banditen schnappen lassen sollen. Egal. Egal. Interessante Waffe. Haben wir hier noch irgendwo einen Typen zu looten? Ja, hier. Ich weiß nicht, was das für eine Waffe ist.
Ja, war klar, dass da noch einer irgendwo ist. Sich ganz feige versteckt. Der hat es sich ergeben. Schauen wir, will es auf die harte Tour haben. Karte. Oh, ein Boot. Und ein neues Fortbewegungsmittel. Vielleicht. Ich meine, was kann schon großartig passieren? Was ist, wenn uns wieder so ein Katzenfisch angreift? Da müssen wir gar nicht hin. Ich gehe trotzdem mal hier auch unten. Nein, ich wollte es nur kurz zurückkehren. Okay, ich muss da nach oben. Ja. Nicht meins. Hat auch schon nur eine Kugel im Magazin. Ist halt nicht ganz so toll. Wie komme ich da noch? Karte sehe ich ja nichts eingezeichnet. Ich muss da irgendwie hochkommen. Hier hinten irgendwo. Ist hier vielleicht irgendwo ein Weg? Ja, da ist ein Weg. Hoffentlich werden wir nicht gleich wieder angegriffen. Wäre zumindest mal ein Vorteil. Jawohl. Sieht ja nicht so einladend aus. Ich meine, wirkt schon leicht nach einer Falle oder offene Fläche. Ja, aber na gut, ich glaube, ich mache den Part mal ein bisschen kürzer. Von dem her bin ich in dieser Stelle. Ich bedanke mich, um es zu sehen. Lasst eine Bewertung, dass es euch gefallen hat. Wenn nicht da sollte, könnt ihr euch gerne nach Hause lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Metro Exodus wieder.